Hey Leute, Olsen hier und heute habe ich eine ganz spezielle Preview für euch vorbereitet. Und zwar gucken wir uns heute das Hangar-Modul von Star Citizen an, dem neuen Weltraumballerspiel, auf das ich wirklich schon sehnsüchtig warte, also gefühlt schon seit einer Dekade. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen richtig coolen Weltraum-Shooter gespielt habe. Wahrscheinlich war es X-Wing vs. TIE Fighter oder so, was ja auch gefühlt schon 15 Jahre her ist, als das rausgekommen ist. Aber mal eine kleine Background-Geschichte. Ich bin ja schon, wie ihr vielleicht wisst oder hören oder sehen könnt, ja, ein bisschen oldschool mittlerweile. Und damals, als ich meinen ersten PC hatte in der guten alten Zeit, was ja schon bestimmt schon jetzt knapp 20 Jahre her ist, seitdem ich meinen ersten PC bekommen habe, einen guten 386er mit 40 MHz Prozessor. Wow, der war richtig krass. Das Spielgenre damals war eigentlich alles 2D, also die Jump'n'Runs waren 2D von Commander Keen oder Super Mario oder was es alles gab, war alles 2D. Und falls man damals mal was 3D gehabt hat, dann war das halt auf irgendwelchen Vektorautomaten oder sowas. Aber dann kamen natürlich auch endlich dann für PCs raus die guten 3D-Games. Und das Beste, was man eigentlich finden konnte, waren halt so Weltraumshooter, weil die relativ einfach zu animieren waren. Und meine Lieblingsspiele waren damals Star Wars X-Wing und Star Wars TIE Fighter. Kann ich gar nicht sagen, wie lange ich die gezockt habe. Die waren echt richtig geil. Da hat man halt in seinem TIE Fighter gesessen und die Rebellen richtig aus dem Weltraum rausgeknallt. Wie sich das gehört. Also, wer würde ich im Star Wars-Universum leben? Also, ich wäre auch einer von Imperium. Ganz klar. Am besten so ein Snowtrooper. Die fand ich immer am coolsten. Dieses Snowtrooper. Die auch ein Hot mitge... Hoth. In Hoth mitgekämpft haben auf der Schlachtwelt in Empire Strikes Back. Und aber es gab noch andere bekannte Spiele. Eigentlich das Spiel, was das 3D-Weltraum-Shooter-Game mehr oder weniger bekannt gemacht hat, war Wing Commander und die darauf folgende Reihe, die ja echt bekannt waren für eine richtig coole Story, die dann teilweise noch echte Schauspieler und richtige Filmsequenzen drin hatten, was ja noch gar nicht gesehen wurde damals in irgendwelchen Videospielen. Der Verantwortliche, der Hauptdesigner von Wing Commander, hat jetzt alle Fans von dem Genre endlich befreit und liefert jetzt ein neues Spiel. Vor genau einem Jahr hat Chris Roberts nämlich eine Kickstarter-Kampagne bzw. eine Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht und hat da sein Konzept zum Spiel Star Citizen vorgestellt. Was im Endeffekt ein Mix aus einem 3D-Weltraum-Shooter wird und einer Weltraumsimulation, wie zum Beispiel es ja jetzt schon in EVE Online gibt. Das habt ihr ja schon mal gehört, da kommt er teilweise, ist er sogar in richtig großen Medien bekannt, EVE Online, für seine sehr detailgetreue und echte Wirtschaft, die es da gibt, die komplett von den Spielern gesteuert wird. Und Chris Roberts möchte mit seinem neuen Spiel halt diese beiden Sachen sozusagen verbinden und einen Weltraum-Shooter mit richtig geilem First-Person-Gameplay mit einer Weltraum-Simulation sozusagen verbinden. Und wir gehen jetzt hier erstmal rein, wir sind hier noch im Menü und wir drücken jetzt mal auf Resume. Und hier sind wir im Hangar-Modul. Gott, wir haben nur 15 FPS, ist ja wieder ein Traum hier. Es ist nämlich so, in der Kickstarter-Kampagne konnte man sich nämlich nicht nur das Game kaufen oder irgendwelche Poster oder irgendwelche Memorabilia, die es da halt so gibt, sondern man hat mehr oder weniger auf Raumschiffe geboten. Es gab da verschiedene Raumschiffklassen zur Auswahl. Das hier ist zum Beispiel die Aurora, das Einsteiger-Raumschiff, was es da gibt. Aber es gibt auch größere und richtig dicke Klopper, die dann natürlich dementsprechend auch teurer waren. Und ich habe die Kickstarter-Kampagne damals sogar mitbekommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau warum, ich hatte kein Geld oder war nicht so richtig davon überzeugt, dass das was wird bei Kickstarter, muss man da ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Aber jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Unter anderem auch, weil die so ein geiles Marketing haben hier bei Robert Space Industries. Dass ich einfach nicht mehr an mich halten konnte und musste jetzt einfach ein Investor werden und habe mir hier die gute Aurora geholt. Wie gesagt, ein Einsteigerraumschiff, relativ klein. Das Paket hat mich jetzt, glaube ich, $40 gekostet. Da ist das Raumschiff mit drin, der frühe Alpha- und Beta-Zugang. Unter anderem aber auch dieses Hangar-Modul, wie ihr es hier seht.
Und jeder, der jetzt schon ein Raumschiff besitzt für seinen Charakter, den er später einmal im Spiel hat, kann jetzt schon seinen Hangar betreten und seine Raumschiffe von innen und außen bewundern. Und weiterhin gibt es sogar noch einen Shop auf der richtig geilen Website, die das Spiel hat, eine der besten Webseiten, die ich hier gesehen habe. Gibt es einen Online-Shop, wo man jetzt schon so Poster und irgendwelche kleine Wackelköpfe oder kannst du so ein Golfkart, ich weiß auch nicht genau, kann man hier in seinem Hangar mit rumfahren. Ne? Also in meinem Hangar, der ist jetzt natürlich noch nicht so groß, weil ich nur ein Raumschiff habe. Aber theoretisch könnte ich mir jetzt auch so ein Golfkart kaufen und hier drin rumfahren. Habe ich aber nicht gemacht. Aber ein super Marketing, das heißt, man kann seine Charaktere jetzt schon upgraden, seine Raumschiffe customizen, dass einem die halt richtig gefallen. Und das fand ich so super, dass ich da auf jeden Fall zuschlagen musste. So, und mal ein kleiner Rundumblick hier. Das Spiel ist mit der CryEngine 3 gemacht. Nur so nebenbei eine deutsche Engine, die von Crytek in Frankfurt entwickelt wird. Crytek ist ja einer der, oder sagen wir mit Abstand, der größte Videospieleentwickler in Deutschland. Und hat zum Beispiel Spiele wie Far Cry 1, Crysis, Crysis 2, Crysis 3 gemacht. Aber die sind auch verantwortlich für die CryEngine. Und das ist, glaube ich, die CryEngine 3 oder CryEngine 4. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall eine richtig coole, wunderschöne, neumodische Engine. Ich bin happy, dass das Spiel damit läuft. Aber das hier ist, wie gesagt, der Hangar 1. Also noch der Low-Level-Hangar. Wir sind hier auch so ein bisschen irgendwie am dreckigen Viertel der Galaxis gelandet. So, die Sachen sehen ja alle noch so ein bisschen lediert aus. Alles nicht so Hightech. Es gibt auch noch ein Business Class und noch einen richtigen Hightech-Hangar. Also es gibt drei verschiedene Klassen, die dann auch anders aussehen. Und das wird darüber bestimmt, was für ein Raumschiff man besitzt. Das hier ist ja die kleine Aurora. Wollen wir sie mal betreten? Wir können hier mal reingehen. Also das Raumschiff sieht von außen schon mal richtig cool aus. Aber hier ist auch alles begehbar. Also gucken wir mal rein. Ach ja, mit F. Hallo? F. Ah. Da öffnet sich die gute Karre schon. Guten Tag. Jemand da? So, und wie man sieht, sind auch die Raumschiffe von innen richtig cool designt. Also hier wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und wirklich Anstrengungen reingetan. Was mich auch echt davon überzeugt hat, in das Spiel jetzt endlich zu investieren. Und sitzen wir uns hier auf dem Pilotensessel und haben hier unsere Steuersachen vor uns. So, leider können wir noch nicht losstarten. Das geht leider in dieser Demo, die es hier gibt, noch nicht. Aber wir können immerhin schon drin sitzen und so ein bisschen Brumm Brumm machen hier. So, Kapitän, schalt doch mal hier den Mopsantrieb an. Hallo, kann ich irgendwas drücken? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Kann ich irgendwas drücken? Anscheinend nicht. Oh. Auch ich kann mich bewegen. Ah, ich kann hier schon die Joysticks bewegen und die Fußpedale. Was ist das? Mit Q kann ich den linken Dings bewegen. Ah, hier geht's links, rechts. Okay. Interessant. Ja, aber leider können wir noch nicht... Oh, so komme ich hier nicht raus. Leider können wir noch nicht starten. So, stehen wir jetzt wieder auf. Ja, ne? Aber das war noch nicht alles. Wir können hier in unserem riesengroßen Raumschiff auch eine kleine Schlaftour einlegen. Falls wir mal ein bisschen müde werden auf der Fahrt. So Weltraumreisen, die dauern ja auch mal ein bisschen länger. Da muss man ja auch mal einen kleinen Bubu machen. Oder wenn wir in einer orionischen Sklavenkolonie vorbeikommen, dann holen wir uns noch ein orionisches Sklavengirl hier rein. Aber ja, wir chillen jetzt erstmal eine Runde. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel uns hier so ein paar coole Porno-Poster hinhängen. Oh, man kann hier auch rausgucken aus dem Raumschiff. Richtig geil. Hätte ich auch gerne so ein Raumschiff in echt. Und das ist auch eine der Ziele, die Chris Roberts auch in seiner Ansprache und in mehreren Interviews, die er gegeben hat, zum Spiel auch gesagt hat. Er möchte mit dem Spiel halt auch ein richtiges Universum schaffen, in dem man halt sozusagen seinen Charakter halt auch wirklich spielt. Also das Spiel ist natürlich auch ein bisschen wie so ein MMO gemacht. Hat also eine riesige Welt, die man frei bereisen kann oder relativ frei. Levelt seinen Charakter ab. Also es ist einerseits ein ganz normales MMO, aber andererseits auch ein
Weltraum-Shooter und eine Weltraumsimulation gleichzeitig. Und es gibt sogar jetzt auch schon Upgrades für die Raumschiffe. Für die Aurora kann man jetzt, glaube ich, schon zwei verschiedene Versionen sich kaufen, die dann ein bisschen upgradeter sind mit mehr Waffen, höherer Leistung und all diesen ganzen Schnickschack, den es gibt. Aber ich muss sagen, es sieht echt super aus hier. Ich bin echt beeindruckt von dieser kleinen Demo, die sie jetzt sozusagen hier schon veröffentlicht haben. Richtig geil. Und für jeden, der auf solche Spiele steht, der vielleicht auch früher mal so X-Wing so gezockt hat, kann ich euch nur mal empfehlen, die Website anzugucken. Also ihr könnt auf robertsspaceindustries.com, ist glaube ich die Adresse, oder gebt einfach Star Citizen bei Google ein. Da könnt ihr dann da auch einfach raufgehen und mal gucken, vielleicht kauft euch ja auch ein Raumschiff. Leider kommt das Spiel erst Ende 2015 raus. Aber das Spiel wird so ein bisschen modular entwickelt. Und das heißt, dass halt verschiedene Module halt schon vorher veröffentlicht werden. Wie jetzt zum Beispiel dieses Hangar-Modul, was das erste ist. Aber für Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ist dann auch noch das Dogfighting-Modul vorgesehen. Das heißt, man kann schon dann richtig Dogfights gegen andere Spieler machen in seinen Raumschiffen, die man halt schon hat. Und kann dadurch sogar schon Preisgelder gewinnen. Also es gibt dann so einen Arena-Modus, wie das glaube ich momentan geplant ist, wo man dann halt, keine Ahnung, gegeneinander kämpfen kann. Der Gewinner erhält dann ein paar Punkte für die, ich weiß gar nicht, wie die Credits hier genau heißen in dem Spiel. Und kann sozusagen sich dann schon mehr Punkte für den Shop holen, um dann sein Raumschiff schon abzugraden. Und das Spiel hat sogar schon eine richtig coole Story. Es werden auf der Website werden regelmäßig ganze Storybände veröffentlicht, um dem Spiel halt auch eine Hintergrundstory zu liefern. Was immer richtig geil ist. Weiterhin gibt es noch ein richtig cooles Forum, wo tausende von Leuten, also so viele Kommentare habe ich, glaube ich, in unserem Forum noch nie gesehen, wo es richtige Threads gibt zu allen möglichen Sachen, was die Spieler haben wollen, was die Investoren halt gerne sehen würden in der Wirtschaft, wie die Raumschiffe funktionieren sollen und all so drum und dran. Aber ich kann nur sagen, ich bin sehr beeindruckt und freue mich auf die weitere Entwicklung hier von Star Citizen. Und ich weiß ja nicht, also ich bin ja schon fast dazu versucht, direkt mir noch ein zweites Schiff zu kaufen. Vielleicht mache ich das auch bald. Und dann mache ich natürlich ein neues Video dazu, falls es hier Neuigkeiten gibt. Aber ich wollte das nur mal mit euch teilen hier. Meine neue Obsession, die ich hier entdeckt habe. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wilson out.